Nick Reimann hat es geschafft. Er ist ein Star. Die wilden Kerle sind Kult. Hey, Nerv, wach auf. Ich bin's, dein Spiegelbild. Das wird der wildeste Tag deines Lebens. Die wilden Kerle, eine der bekanntesten Kinderfilmserien Deutschlands. In Teil 3 war Nick erstmalig dabei. Da war er 7. Schatten. Ein Wald in der Nähe von Passau. Der Drehort von Die wilden Kerle 4. Ist wieder dabei. Nur wegen der wilden Kerle hatte er damals seine Mutter bekniet, ihn bei einer Kindermodelagentur anzumelden. Die Agentur erkannte sein Talent, schlug ihn den Filmproduzenten vor. Er schaffte es auf Anhieb. Also beim ersten Mal für mich, beim dritten Teil, das war schon ziemlich aufregend. Der erste Drehtag, da war ich noch ganz schüchtern. Aber jetzt ist es halt mehr schon wieder so das Alte. So ein Hobby eigentlich. Nick gibt sich cool, ganz der Star halt. Beim Drehen steht er im Mittelpunkt, alle sind nett. Das gefällt ihm. In den Ferien wird gefilmt, dann geht's zurück in die Schule. Wie hat sich eigentlich dein Leben verändert, seitdem du Kinderschauspieler bist? Auch eigentlich gar nicht so streng. Was hat sich denn ein bisschen verändert? Wo hat sich was verändert? Also ein bisschen hat sich verändert, dass ich einfach öfter neue Leute kennenlerne beim Film auch. Hast du dadurch mehr Freunde gekriegt oder haben sich eher Kinder von dir abgewandt? Beides. Also ein paar denken sich einfach mal, lass ich ihn halt. Manche denken sich, ist doch super, als Freund den zu haben. Und andere sind einfach neidisch und sagen dann immer blöde Wörter und so Sachen. Nicks Erlebnisse auf DVD. Die jungen Schauspieler touren durch Deutschland, lassen sich feiern wie die Superstars. Boah, das war cool. Die allermeisten Leute waren in einem Kino, ich glaube in Nürnberg da gerade oder woanders auch, 5.100, was weiß ich, aber schon. 1.500. Fans, ja. War schon wild. Ja, aber richtig was los zum Teil. Alle wegen euch, hä? Das war irgendwie schon cool, wenn man sich denkt, boah, die sind alle da, um mich zu sehen. Nick hat Glück. Seine Mutter lässt ihm keine Star-Allüren durchgehen. Mama, zieh mir mal die Schuhe aus oder nimm du die Jacke oder also so Kleinigkeiten. Und wenn man da gleich von Anfang an sagt, Moment mal, ich bin nicht dein Diener und deine du hast Jacke, dir vorher schon die tragen. Schuhe angezogen, ich mach das jetzt nicht. Natürlich werden die am Set verwöhnt, da ist halt Garderobe und da sind dann drei Frauen, die die Kinder anziehen, damit es auch flott geht. Aber das ist natürlich für ein Kind schon sehr angenehm und das dann gleich zu Hause so weiterzumachen, wäre natürlich ganz nett. Aber ich glaube, da muss man gleich von vornherein einfach sagen, nee, stopp, das geht jetzt nicht.